Planet ein Hecht fängt. Ich bin hier auf meinen schlechtesten, also schlechtesten Account drauf. Ich habe aber trotzdem schon mitgebracht, was ihr brauchen könnt. Ihr braucht erstmal eine Spinnrute, eine Spinnrolle, einfach geflochtene Schnur oder normale, aber ich habe geflochtene lieber genommen. Dann hier nehmt den silbernen Karsbuhn, 5 Gramm, 0 Schweif, 5 Haken da. Denn das reflektiert, ich weiß nicht, ob das auch ein Spiel ist, aber trotzdem. Dann haben wir hier noch einen Jackkopf mit einem Shade, 3 Zentimeter. Ja, und ich zeige euch dann, wo ihr das jetzt findet. Ihr braucht für die Hechte. Hallo Fischi Marvin. Ja, das soll ein Video werden, aber ist ja jetzt Livestream. Ja. Danke, dass du dabei bist. Ihr braucht hierfür keine fortgeschrittene Lizenz. Könnt ihr aber nehmen, wenn vielleicht auch mal Barsche anbeißen. Aber braucht ihr nicht. Dann gehen wir mal auf Reisen. Weil ich das erst noch nicht weiß und habe auch erst noch nicht nachgeguckt, ob das überhaupt weggeht, habe das einfach nur eingestellt mit dem Mikrofon und Spielübertragung und so alles und unten das eingestellt und ja, Thumbnail mache ich erst in der nächsten Pause. Das soll nur ein kleines Video sein. Ja, hier haben wir schon. Das ist unser Ende für Welt und so alles, was wir noch angeln wollen, aber das ist jetzt interessiert uns jetzt nicht. Hier haben wir dann jetzt unsere Auswahl hier. Wir angeln erstmal mit einem Spoon. Wir angeln, das hier ist der Spawn. Hier ist für Barsch. Hier für Krapfen oder wie das heißt da. Doch, ich weiß, wie man Videos macht, aber das dauert jetzt noch zu lange und habe wenig Zeit. Dann geht ihr hier vorne hin, bei diesem Spoon. Auf mein Account, wo ich das größte Level bin, da kann ich keine Videos aufnehmen, keine Ahnung, wegen Kindersicherung, weiß auch nicht warum. Ihr wirft dann hier so weit aus, wie ihr wollt, aber hier an diesem Busch. Ja, okay, danke. Ich mache Stop and Go. Könnt ihr auf 1 machen. Ich habe früher immer auf 1 gemacht, immer so. Aber auf 2 müsst ihr einfach nur senken lassen, dann hoch, runter. Ja, irgendwann, wenn ich heute oder morgen noch Zeit habe. Dann heute habe ich noch Nachhilfe. Ich glaube, das ist ein Hecht. Oder Krapfen? Ja, Krapfen, leider nur. Ja, die Angelzeit. Okay. Ja, wir haben die Bisszeit vergessen. Okay, warte, abbrechen zwischen denen. 18 Uhr.
das ist ein Seetang. Oder Schilf. Ich glaube, das ist ein Hecht. Oder Barsch. Ich glaube aber Hecht. Nee, das ist ein Hecht. Oder Karpf. Ach nee. Schon wieder. Ja, warte. Ich werde schon eben den Köder. Wenn ihr nicht wisst, was die beißen, die Fische, dann müsst ihr hier einfach gucken. Ja, kleine Ritzen habe ich leider noch nicht mit diesen hier auf diesem Account. Dann Castle Spoon, was wir auch genommen haben. Chat, was wir gleich noch nehmen. Frösche und so alles braucht ihr eigentlich nicht hierfür. Erst für größere Sachen. Chat habe ich auf dem anderen Account schon viele Fische mitgefangen. Da habe ich aber auch schon für, keine Ahnung, für Level 30 bis 40 schon die Ausrüstung. Da habe ich schon für Hechte schon fast alles, was man dafür braucht. Mein Chat, der sinkt sehr schnell. Und darum würde ich euch mit dem Chat empfehlen, Stop and Go ein bisschen nur zu machen. Das ist nur Seetang, glaube ich, ja. Würde ich euch eher sinken empfehlen. Also langsam auftreiben so. Dafür müsst ihr das auf 1 machen. Den Chat ganz auf den Boden sinken lassen. Und dann aufkurbeln lassen. Und dann auf 1, 2 machen. Dann langsam einfach nur da drücken. Langsam geradeaus, ja. Na, wieder Seetang. Also, ja, dass es wieder nicht so lange geht. So angelt man eigentlich hier. Ja. Das war's eigentlich schon mit dem Video. Also eigentlich müsste es funktionieren, aber ja, keine Ahnung, die wollen eben nicht beißen. Lasst den Like und ein Abo da, das würde mich sehr freuen und bis bald. Ciao.